Ist Ihnen aufgefallen, meine Damen und Herren, dass der DAX in letzter Zeit ziemlich schwach unterwegs ist, nachdem er zuvor nochmal ein Allzeithoch erreicht hat? Und aus meiner Sicht ist diese Schwäche sehr, 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 sehr gut begründet, denn der DAX ist ein Call auf die Weltwirtschaft, wie manche formulieren, also praktisch eine Wette auf eine gut funktionierende Weltwirtschaft. Und wir sehen jetzt ausgeprägte Konjunkturschwäche in Europa vor allem, aber auch in China und auch in den USA weisen die Dinge jetzt nach unten. Und dieses Allzeithoch im DAX war möglich, weil vorher Landunterstimmung herrschte, weil man im Herbst gesagt hat, wie wollen wir den Winter überleben mit dieser Energiekrise. Dann hatten wir das Glück, dass der Winter mild war und Roberto überteuertes Gas, Fracking-Gas, schmutziges überteuertes Gas gekauft hat, sodass die Dinge erstmal glimpflich liefen. Aber jetzt kommen die Folgewirkungen einer verfehlten Industriepolitik, einer Klimapolitik, die hierzulande die Wirtschaft kaputt macht, die letztendlich zur Abwanderung von Wirtschaft hier führen wird. Man investiert Unsummen von Geld, um dann dennoch die zweitschmutzigste Energiebilanz zu haben in Europa. Das muss man sich vorstellen. Die Rede ist jetzt hier von Deutschland. Und das wird eben nicht ohne Folge bleiben. Und dazu kommt noch, dass die Zinsen hierzulande, also in der Eurozone, weiter steigen, weil die EZB letztendlich versagt hat und viel zu lange die Inflation ignoriert hat. Dementsprechend muss sie jetzt nachholen, was sie vorher versäumt hat, indem sie jetzt die Zinsen weiter in einen Abschwung hinein anhebt. Und das wird diesen Abschwung weiter dynamisieren und das wiederum wird sich dann auf den DAX auswirken. Wir wollen im zweiten Teil dieses Videos über den DAX und diese Entwicklung sprechen. Fangen zunächst mal an mit dem, was kurzfristig jetzt relevant ist. Und das war natürlich mit auch die Anhörung von Jerome Powell, der gestern gesagt hat, weitere Straffungen, aber weniger Tempo dabei. Er hat das mit dem Auto, mit einer Autofahrt verglichen, wenn man da auf der Autobahn ist und man kommt seinem Ziel näher, dass man dann gerne auch mal das Tempo rausnimmt. Deswegen spricht er von einem moderateren Tempo. Das Ganze wird von den eingehenden Daten abhängen. Und jetzt ist dieses Tempo nicht mehr so wichtig, sagt er. Und er hat dann auch gesagt, wir haben nie das Wort Pause benutzt und ich würde es auch heute nicht benutzen. Und dann auf die Frage, ob denn zwei weitere Zinsanhebungen wie in den Dotplots, den Zinsprojektionen der Fed signalisiert, wirklich kommen können, sagt er, is a pretty good guess. Also eine ziemlich gute Schätzung, wenn das eintrifft, was wir von der Wirtschaft erwarten. Und da ist die Fed ja doch verhalten optimistisch. Da wäre ich skeptischer perspektivisch für die Wirtschaft der Amerikaner. Aber insgesamt ist das eben durchaus ein Management von Erwartungshaltungen der Märkte. Würde man signalisieren, nee, wir sind fertig mit den Zinsanhebungen, würde man die Euphorie der Märkte nochmal anheizen, würde eine Spekulation anheizen, die wiederum nachfragewirksam ist, dadurch die Inflation verstetigt. Und die Fed hat aus den 1970er Jahren gelernt, dass eben Inflation zurückkehrt, wenn man zu früh die Zinsen senkt. Das will sie nicht tun. Deswegen sagte gestern auch Bostic, wir werden bis weit in 2024 die Zinsen nicht senken. Und ich denke, das wird sie auch nicht tun, wenn die Inflation deutlich nach unten kommt, weil du brauchst einen gewissen Zeitraum, wo die Zinsen höher sind als die Inflation, damit du dieses Inflationsfeuer austreten kannst. Das ist, glaube ich, die Lehre der 1970er Jahre. Und erstaunlich, wenn wir die Beobachtung von Jim Bianco, ich habe mir das gestern auch angeschaut, dieses Hearing vor dem Senat von Jerome Powell, da hat eigentlich keiner wirklich gesagt, boah, also hier diese steigenden Zinsen, das macht uns kaputt. Ja, man hat gesagt, ja, hier aus meinem Distrikt ist es eben immer schwieriger, einen Immobilienkredit zu bekommen, bla bla, aber da war viel über Regulatorik von Banken die Rede, Silicon Valley Bank und so weiter und so fort. Und das heißt, Paul musste sich da gar nicht groß äußern. Gestern haben wir gesehen, dass vor allem Tech-Werte gefallen sind. Wir sehen Tech gestern der schwächste Sektor, kein Wunder, nach diesen fahnenstangenartigen Anstiegen zuvor. Wir sehen der Dow Jones der beste Index. Wir sehen defensive Sektoren wie Utilities ganz oben. Aber auch Energie hat sich gestern erholen können, war ja ziemlich unter Druck. Energie übrigens mit der meistgeschortete Sektor überhaupt. Wenn da was nach oben kommt, dann wäre das der Weg des größten Schmerzes. Aber Technologie gestern unter Druck.
Hier sehen wir mal, da ist eine Art Rotation passiert. Also das, was vorher super gelaufen ist, Tech wurde reduziert, da hat man Chips vom Tisch genommen, und das, was nicht gut gelaufen ist, zum Beispiel Energie, ist gestern deutlich angestiegen. Und hier sehen wir mal diese Bewegung, Nasdaq gleich frühzeitig nach dem Redetext von Paul mit runter, die anderen Indizes doch deutlich besser als der Nasdaq, sodass der Nasdaq 100 in Relation zum Russell 2000, wenn man so will, ein Proxy für Tech gegen Value oder Growth gegen Value, wieder ein bisschen zurückgekommen ist, wenngleich auch nicht so wahnsinnig viel. Aber hier sehen wir mal, der Tech-Sektor ist jetzt im Rahmen dieser KI-Blase da gewesen, wo er auf dem Hochpunkt der Nullzinspolitik und der Liquidität aufgrund von Corona gewesen ist, die Notenbanken in die Märkte geschüttet haben. Wir sind sogar in Sachen Relation Tech zum S&P 500 höher als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Und so verwundert es nicht, dass solche Anstiege wie von Tesla, AMD, Intel und auch Nvidia mal ein bisschen ausgepreist werden. Sind wir schon auf der Spitze der Blase? Das ist die große Frage. Ich warte auf Gewinnwarnungen aus dem Sektor Tech, dass die Dinge vielleicht doch nicht so wahnsinnig sind. Hier mal der Krypto-Covid-Boom. Krypto ja maßgeblich gestiegen als Liquiditätsasset, während die Notenbanken die Zinsen auf Null gesenkt hatten und Liquidität ins System gepumpt hatten. Wir sehen hier ganz ähnliches Muster wie mit Nvidia. Übrigens gestern die Insider, also praktisch Management, massive Verkäufe für 51 Millionen Dollar. Frühinvestoren, die seit 1997 bei Nvidia eingestiegen sind, haben Teile gestern verkauft. Also so langsam scheint es denen ein bisschen zu heiß zu werden, während wir auf der anderen Seite Retail-Investoren, die haben 1,5 Milliarden Dollar in einzelne Aktien gesteckt. Das ist ein All-Time-High, also ein Allzeitrekord. Also die haben scheinbar ein super Timing hier, diese Einzelhändler oder diese Privathändler. Hier sehen wir mal unten diese Grafik. Die Bewertungen im Nasdaq sind so schnell gestiegen wie kaum einmal in den letzten zwei Jahrzehnten. Denn die Gewinnerwartungen für 2023 sind ja nicht gestiegen, es sind nur die Preise für die Aktien gestiegen. Dementsprechend werden die Aktien teurer. Auf der anderen Seite, wenn wir ins kurze Zeitfenster gehen, sehen wir, dass Goldman Sachs schreibt, ja, 29 Milliarden Dollar an Aktien müssen in diesem Monat verkauft werden von Pensions, also von Pensionsfonds. Das ist ein ziemlich hoher Wert, auch historisch, weil die eben diese Balance zwischen Aktien und Anleihen wieder halten müssen. Wir sehen hier, everyone is in the pool, wie Goldman Sachs hier schreibt. Die Anleger sind auf steigende Märkte jetzt positioniert, und so war das oder ist das komplett das Gegenteil dessen, was wir jetzt zum Beispiel im ersten Quartal gesehen haben. Da war man skeptisch in Sachen Berichtssaison, dann war die nicht so schlimm und hurra, die Aktienmärkte nach oben, kaum einer war bullisch positioniert, jetzt sind alle bullisch positioniert und keiner hat Angst vor der Berichtssaison. Zählt man eins und eins zusammen, sieht man, wo der größte Schmerz jetzt liegen könnte. Und hier sehen wir mal, der VIX, der gestern auf 13,20% gefallen ist, tiefster Stand seit Januar 2020, hat wahrscheinlich mit dem Verfall zu tun, gestern VIX-Optionen verfallen. Wir haben jetzt noch unten ein Gap bei 12,10, das war unmittelbar bevor der Corona-Crash einsetzte. Wir werden entweder in dieser Woche oder nächste Woche aus meiner Sicht deutliche Anstiege beim VIX sehen. Also wir haben gestern gesehen, der VIX ist gefallen, die Aktienmärkte sind gefallen, sehr, sehr ungewöhnlich. Und ungewöhnlich auch, dass wir jetzt das erste Mal seit Wochen wieder einen Abzug aus Geldmarktfonds gesehen haben. 48 Milliarden Dollar sind da rausgeflossen, aber nach wie vor bleibt das natürlich attraktiv. Du kriegst bei Staatsanleihen, bei kurzlaufenden Staatsanleihen oder in Geldmarktfonds über 5% ohne Risiko. Bei Aktien hast du eine Earnings Yield, die nicht höher ist, hast aber Risiken. Gleichzeitig sind diese Aktien extrem teuer und für Aktien sehr wichtig, für die Wall Street sehr wichtig, Liquidität. Wie schaut es damit aus?
Und wir haben ja diese Anhebung der Schuldenobergrenze gehabt. Und die Frage ist, wie füllt jetzt das US-Finanzministerium das Konto wieder auf? Und bisher sehen wir, dass aus diesen Geldmarktfonds Geld abgeflossen ist. Wir sehen ein deutlich geringeres Volumen bei diesen Reverse-Repo-Transaktionen zwischen Geldmarktfonds und der Fed. Aber jetzt sehen wir, dass diese Reverse-Repo-Volumen wieder gestiegen sind. Was bedeutet im Umkehrschluss, dass jetzt die Bankreserven dran sind, um dieses Konto von Janet Yellen wieder aufzufüllen. Und Bankreserven ist praktisch Liquidität an den Märkten. Je geringer die Liquidität an den Märkten, desto schlechter für die Märkte. Je mehr Liquidität für die Märkte, umso besser für die Märkte. Egal, ob die Wirtschaft sozusagen stillsteht, Hauptsache Liquidität, dann steigen die Märkte und andersrum. Also das wird jetzt ein sehr wichtiger Faktor werden. Aber jetzt kommen wir mal zu dem DAX, was ich angekündigt hatte. Hier sehen wir mal den Economic Surprise Index für die USA, für die Eurozone und für China. Und da sehen wir, am besten hält sich noch einigermaßen die USA, aber schwach China und noch schwächer Europa. Wir sind also deutlich schlechter mit den Daten, die reinkommen, als zuvor erwartet, weil dieser Index bemisst im Prinzip die Abweichung von der Erwartung. Und der Gründer der Zinskurventheorie, nach der invertierte Zinskurven eine Rezession ankündigen, sagte, das ist praktisch kaum gesehen, was wir jetzt erleben. Diese Invertierung etwa zwischen der dreimonatigen und der zehnjährigen US-Staatsanleihe, die dreimonatige rentiert mehr als die zehnjährige, was bedeutet, dass man damit rechnet, dass die Wirtschaft sich abkühlt und dann perspektivisch vielleicht auch die Zinsen wieder sinken. Aber schauen wir uns mal diese Zinskurven weltweit an. Zwei- und zehnjährige. Immer tiefer in die Inversion, das heißt, wir sehen nicht nur etwa in den USA die Ankündigung einer Rezession über die Zinskurven, sondern im Grunde weltweit. Und wenn der DAX ein Call auf die Weltwirtschaft ist, dann ist das keine gute Nachricht. In den USA etwa sehen wir mal hier den sogenannten Freight Expenditure Index, also praktisch wie viel Geld für Fracht investiert wird, und wir sehen, das geht deutlich nach unten. Normalerweise läuft das relativ parallel mit dem S&P 500. Jetzt ist der S&P 500 im Vergleich zur US-Wirtschaft doch ein bisschen mehr auf Manufacturing fokussiert, während die Wirtschaft der USA etwa 80% Dienstleistung ist und der Rest Manufacturing, also sehr stark dienstleistungsabhängig, ist der S&P in seiner Konstellation nicht ganz in diesem Verhältnis gestrickt sozusagen. Da ist der Dienstleistungssektor etwas weniger präsent als in der Realwirtschaft, aber wir sehen, das driftet auseinander und zeigt, dass hier Nachfrage ein Problem ist. Wir haben jetzt schon verschiedene Gewinnwarnungen gesehen, gestern von einem großen österreichischen Verpackungshersteller, und Verpackung ist ja überall irgendwie relevant, alles muss verpackt werden. Von Lexess Deutschland im Chemiebereich und so weiter und so fort. Da sehen wir sozusagen die ersten Einschläge. Und die Frage, ist das jetzt eine Bärenmarkt-Rallye oder ein Bullenmarkt? Und ich weiß, meine Damen und Herren, ich bin auch den Bullen eine gewisse Bullischen schuldig mal. Und das sehen wir hier, dass wir jetzt einen der S&P Cap-Weighted Index, also praktisch der normale Index S&P 500, der hat jetzt 64% seines Verlusts aus 2022 ausgeglichen. Und das ist mehr als alle Bärenmarkt-Rallyes seit den 1920er Jahren geschafft haben. Also wenn es eine Bärenmarkt-Rallye war, dann war es gewiss eine kräftige Bärenmarkt-Rallye. Aber genau das wissen wir eben noch nicht sicher, was jetzt hier genau der Fall ist. Ich denke, es war eine Bärenmarkt-Rallye nach wie vor, weil wir eine Verknappung der Liquidität haben, weil wir im Grunde den Weg des größten Schmerzes gesehen haben. Ende 2022 alle total pessimistisch und nicht in Sachen steigende Märkte positioniert. Jetzt alle total optimistisch und in Sachen steigende Märkte positioniert. Die Rezession ist nicht gekommen zunächst. Die kommt mit Verzögerung. Jetzt wird auch mit Verzögerung die Geldpolitik, die gestiegenen Zinsen wirken, und das alles wird sich auswirken. Dann auch negativ. Heute haben wir Entscheidungen der Bank of England nach den überraschend hohen Zahlen zur Inflation gestern aus England. Muss sie wohl die Zinsen weiter anheben, auch die Schweizer
Notenbank tagt heute. Wir haben dann Fed-Speaker Waller, auf den sehr zu achten ist. Bank of America hat nochmal hingewiesen, hört euch Waller an, das ist wichtig. Bowman wird sprechen, dann der zweite Teil von Paul und dann haben wir noch Barkin später abends. Und wir haben heute Arbeitsmarktdaten, Erstanträge und Folgeanträge aus den USA mit der Frage, geht das jetzt weiter nach oben? Letzte Woche hatten wir einen deutlichen Anstieg der Erstanträge gesehen. Kommt also jetzt die Abschwächung am Arbeitsmarkt an. Aber nochmal zurück zur Zinsentscheidung heute der Bank of England. Wir haben eine riesig hohe Inflation, auch die Kerninflation. Und jetzt sind die Schulden der Briten, haben die Marke von 100% überschritten. Und das tut natürlich richtig weh. Und das gilt ja für die gesamte westliche Welt, die geaßt hat, die in Zeiten von Nullzinsen massiv Schulden aufgenommen hat, weil alle gesagt haben, naja, Inflation ist kein Thema, wir können doch Schulden machen ohne Ende. Inflation kommt nicht. Jetzt sehen wir, das war ein Irrtum. Die Inflation ist da. Jetzt werden diese Schulden natürlich immer drückender. Und das kann dann aus meiner Sicht auch für die Aktienmärkte und für die Wirtschaft in der Long Run nicht so fürchterlich positiv sein. Hier nochmal kurz ein Einschub. Bitcoin über 30.000 gestiegen. Und dann liest man solche Überschriften, BlackRock may know something, die könnten etwas wissen, die wollen ja einen Bitcoin-ETF an den Markt bringen. Mal sehen, ob das wirklich nachhaltig ist, was hier passiert, oder eben so eine Art Scheinblüte nochmal bei den Kryptos. Aber zurück zum DAX, zurück zur Eurozone. Das Problem ist eben, dass die EZB viel zu lange gepennt hat und jetzt eben dann in den Vollbremsungsmodus gehen musste. Und jetzt muss sie weiter bremsen, obwohl die Wirtschaft schon nach unten geht. Isabella Schnabeliner stellt sich die Frage, ja, die Gewinne der Unternehmen und die Löhne sind Treiber der Inflation. Jetzt kommt der entscheidende Schritt, stellt sich die Frage, was passiert jetzt? Werden die Unternehmen den Anstieg der Löhne in ihren Gewinnmargen auffangen? Also bezahlen die das aus ihren Margen? Oder werden sie in der Lage sein, ihn an die Verbraucher weiterzugeben? Guckt man auf die Erzeugerpreise, dann sieht es so aus, als wären sie nicht mehr in der Lage, das an die Verbraucher weiterzugeben. Wir müssen die Wirtschaftstätigkeit drosseln, um die Inflation zu senken. Und das bringt sozusagen genau das Mantra der Notenbanken auf den Punkt. Senke nicht zu früh die Zinsen, sondern du musst die Wirtschaftstätigkeit abkühlen, damit du die Inflation in den Griff bekommst. Und hier sehen wir den DAX mit diesem, aus meiner Sicht, Fake-Ausspruch nach oben, der dann jetzt sozusagen das Top aus dem Jahr 2022, Ende 21, 22 noch mal kurz übertroffen hat, aber jetzt nach unten weist unter der 16.000er Marke. Was steht jetzt an? Die Korrektur nimmt Fahrt auf? Fragezeichen. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, wie schaut es denn aus mit Gold? Meine These ist, die Notenbanken werden die Zinsen nicht senken, selbst wenn die Inflation nach unten geht. Das wäre für Gold nicht so gut. Andere sehen es anders. Zweite Empfehlung, glänzende Aussichten für Gold. Also zwei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.